Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bus Simulator 21. Ja, wir befinden uns gerade auf der in der letzten Folge designten Route 11 mit unseren etwas groß geratenen Setra. Wir haben quasi zur Aufgabe jetzt noch 30 Fahrgäste nach Sunshine Retreat zu befördern. Da sind wir gerade quasi dabei. Wir fahren jetzt ich fahre jetzt persönlich auch zum ersten Mal die Route 11. Bin mal gespannt, wie sich das mit dem Bus hier so fahren lässt. Ich habe ja immer so ein bisschen meine Probleme. Ich glaube, wir sind in der Matrix. Mit der hinten lenkenden oder mitlenkenden Achse. Da bin ich ja immer gerne mal ein bisschen überfordert mit. Warum auch immer. Gelenkbus alles kein Problem, aber hinten mitlenkende Achse ist irgendwie so ein Thema für sich. Jedenfalls fahren wir jetzt die Route 11 ab und müssen halt 30 Fahrgäste nach Sunshine Retreat befördern und ich bin mal gespannt, ob das alles so klappt und ob die Mission auch mitzählt. Ich hoffe es mal sehr. Ich bin nochmal gespannt, ob das zeitlich so hinhaut auf der Route. Meistens sind ja diese Überlandstrecken immer ein bisschen zeitfreundlicher. Bin ich mal sehr gespannt. Jedenfalls ist der Bus vom Fahren her, also der hat einen mega Anzug. Also du gibst ein bisschen Gas und der schießt nach vorne. Ist schon mal nicht verkehrt für so eine Route. Aber ich weiß nicht, ob das so bequem ist, mit dem Bus durch Gold Island zu fahren. Da bin ich mal gespannt. Aber eigentlich ist der ja von der Lenkung gut, nur ich bin ein bisschen zu blöd dafür. Um ehrlich zu sein. Ich habe auch noch einen weiteren Iveco Urban Way gekauft. Der hat die Northern Alex Werbung drauf. Vielleicht sehen wir den ja auf Gold Island. Wäre ganz cool. Ja, ansonsten, wir fahren in dieser Folge die Route 11, wie gesagt, ab. Und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge die Mission abschließen. Weil ich denke mal, das wird ein bisschen dauern, bis wir da 30 Fahrgäste hinbefördert haben. Ich glaube, eine Routenlänge waren um die 18 Minuten oder so. Das wird ein bisschen dauern wahrscheinlich. Könnt ihr gerade nochmal nachschauen. Route 11. Route 11. Routendauer 15:39. Na, geht eigentlich noch. Hätte ich jetzt schlimmer erwartet. Ich schalte mal unser Licht aus. So. Ich muss echt in den Spiegel gucken, wie sich der Buspopo quasi bewegt, damit ich hier einigermaßen durch die Stadt komme. Wir waren quasi eben, als ich angefangen habe mit der Folge, am Ende der Route. Da bin ich quasi in den Bus hineingeportet und habe dann übernommen. Wir sind jetzt gleich wieder am Anfang der Route und dann mal schauen. Oder beziehungsweise wir waren jetzt am Anfang der Route. Sind jetzt gleich an Haltestelle 2. Geld habe ich ziemlich verprasselt. Der Urban Way hat nochmal 330.000 gekostet. Aber wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich in einem Punkt angekommen in dem Spiel, wo man... Oh, unser Kollege. Lichthupe, ganz wichtig. Ja, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo man eigentlich so viel Geld kriegt, dass man ruhig ein paar mehr Busse kaufen kann. Ich habe auch gesehen, Route 6 braucht noch 1, 2, 3 Busse mehr und auch noch einen Hauptverkehrsbus, weil da ganz schön was los ist. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mehrere Busse. Oha, ich glaube, auf der Linie kriegt man auch extrem schnell einen Zahltag. Eine Fahrkarte bitte. Ah, da vorne ist ein Bus von uns, der hat glaube ich die Angel Shores Werbung drauf. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte, eine... Geld Danke. Passt. Und ich muss schon wieder diese blöde Cockpitbeleuchtung ausschalten. Ich weiß nicht, warum mich die so nervt. So. Ich finde das immer ein bisschen zu grell. Ich weiß noch nicht, wie es euch da geht. Bin unterwegs. Ich habe ja extra umgestellt gehabt, dass der Bus jetzt schon aufgerüstet ist, quasi, wenn man einsteigt. Also nicht mehr aufgerüstet ist. Oder wie auch immer man das beim Bus nennt. Keine Ahnung. Aber... Irgendwie, sobald man den Bus startet, ist auch diese blöde Cockpitbeleuchtung an. So, Chinatown. Waren wir auch schon voll lange nicht mehr. Einige Folgen waren wir nicht mehr hier in Chinatown. Also, will doch noch jemand einsteigen? Ich habe gerade gedacht, da will keiner mit. Hallo. Ja, hallo.
Nur hin, bitte. Danke. Irgendwie gefällt mir der Bus total. Ich weiß nicht warum, ich finde, er lässt sich auch eigentlich ganz schön fahren, so von der Steuerung, auch wenn mir das mit der Achse hinten ein bisschen Probleme macht, aber fühlt sich angenehm an eigentlich vom Fahren her. Und ich finde ihn halt auch irgendwie voll edel. Er sieht sehr bequem aus, sagen wir es mal so. So, wir haben jetzt 3 Minuten Zeit, um wieder nach Gold Island zu kommen. Waren wir ja jetzt auch schon einige Folgen nicht mehr. Ist immer Wahnsinn, wie lange man eigentlich hier nicht mehr war. Weil wir die ganze Zeit ja im anderen Stadtteil quasi unterwegs waren. Ihr seht ja, wie schnell der Bus beschleunigt. Das ist Wahnsinn. Ja, große amerikanische Kreuzung. Keine Ahnung, wer hier Vorfahrt hat. Ich glaube mal, der Stärkere gewinnt. Mein Enkel hat wirklich gute Manieren. Ich glaube, ich hätte aber mit diesem Bus hier Probleme bei der Engstelle in Greenwood oder wo das war. Ich glaube, ich könnte da nicht reinlenken mit dem, ohne den Bordstein zu berühren. Mit Gelenkbus habt ihr ja gesehen, kein Problem, passt perfekt, aber mit so einem ist irgendwie, bin ich mit überfordert, warum auch immer. Aber bis jetzt klappt es ganz gut. Und wieder ein Kollege von uns. Links, genau da. Mit dem kleinen Citaro. Oh, noch einer. Aber diesmal kein Citaro, sondern irgendein MAN-Gelenkbus wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. So, darf ich rüber? Ich darf rüber. Ampel ist grün. Aber ist ja eigentlich eh wurscht, weil wir ja rechts abbiegen. Dann wollen wir mal nach Gold Island. Nur noch 1 Minute 30 Zeit, aber ist eigentlich kein Problem, denke ich mal. Coole ist, der Bus hat auch WLAN, weil im Armaturenbrett leuchtet ein WLAN-Signal. Also ein WLAN-Signal. Ein WLAN-Lämpchen. Hat da eigentlich jemand von euch Erfahrung? Funktioniert das im Bus gut oder ist das eher so wie bei der Bahn, dass es eher mittelmäßig bis schlecht funktioniert? Es war schön, als ich vor einigen Jahren nach Hamburg gefahren bin, hatte ich mal versucht, im Zug mir WLAN zu buchen. So weit, so gut. Ich konnte mich mit der Bahnseite da verbinden, konnte quasi das WLAN buchen, aber halt, es hat extrem lange gedauert. Weil die Verbindung so schlecht war irgendwie, dass ich, glaube ich, fast eine Stunde gebraucht hatte, bis ich das WLAN letztendlich gebucht hatte. Oder die Seite hatte so schlecht funktioniert. Irgendwas war da. Ja, dann hatte ich es gebucht gehabt, dann hatte ich alle 5 Minuten Verbindungsabbrüche wieder neu verbinden und. Ich konnte das WLAN, was ich dann gebucht hatte, quasi nicht nutzen. War cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, es zu kaufen, nämlich überhaupt nicht. Das ist halt, ja. So, bitte vorne einsteigen. Der Herr. Na, geht doch. Hätte ich gewusst, dass sie so alt sind, hätte ich auch hinten die Tür aufgelassen. Aber gut, habe ich irgendwie nicht angesehen. Unser Kollege ist auch gerade neben uns, habe ich gesehen. Mit dem anderen Setra. Der sieht... Obwohl doch, unserer ist doch ein bisschen länger. Unserer ist doch ein bisschen länger, aber gar nicht so viel. Ich hätte jetzt gedacht, der ist doch ein bisschen mehr. Wir haben gerade keine Zeit für Katzenfotos, liebe Dame. Ein bisschen weiter. So eine enge Kurve, aber kommt man eigentlich gut rum mit dem Bus? Die lassen uns wieder fahren, sind wieder ganz nette Leute. Vielleicht müssten wir den anderen Setra, der hier auf dieser Route fährt, auch mit diesem Bus hier austauschen, weil ich habe das Gefühl, man kommt mit dem hier 1000-mal besser rum, um die Kurven, als mit dem anderen. Der andere Bus hat doch so ein bisschen steif gewirkt beim Fahren, also ein bisschen anstrengender. Mit dem hier ist eigentlich voll gechillt, hier durch Gold Island zu peitschen. Wobei man soll ja eigentlich langsam hier auf Gold Island fahren, weil es ja so ein Touristengebiet ist, damit sich die Touristen das alles angucken können. Ja. Da müsste man den Fahrplan auch ein bisschen mehr zeitig auseinanderstrecken.
Aber gut. So, wir gehen gerade wieder mal schnell die Bushaltestelle ausbauen. Das mache ich ja die ganze Zeit schon, wenn ich sehe, dass es ausbaubar ist. Ich habe immer noch nicht nach meinem Mauskabel geguckt. Wie sieht denn die Busbelegung aus? Haben wir überhaupt Fahrgäste? Ja, ein paar haben wir dabei, tatsächlich. Klar. Na klar, hier, bitte. Klar, hier. Ups, nein, ich will nicht mitfahren, ich will selber Bus fahren. Ich kann ihn nicht kontrollieren und den anderen hinten lassen wir jetzt mal, weil wir haben ja, glaube ich, nicht so viel Zeit. Ah. Der Bus ist wieder mal abgesenkt, obwohl alle Türen zu sind. Wir machen nochmal auf und zu. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Jetzt wollen die ganzen Fußgänger wieder drüber. Ja, ich wusste es. Das ist natürlich jetzt zeitlich nicht ganz so schön. Nicht ganz so toll. Gleich eine Minute Verspätung schon. So, enge Kurve, großer Bus. Sollte aber kein Problem sein. Ja. Wie gesagt, ich finde, diese Route hier ist mit diesem Bus tausendmal schöner zu befahren als mit dem anderen Setra. Deswegen wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir den austauschen. Den anderen Setra auf irgendeine andere Strecke schicken. Aber für was ist der andere halt dann besser zu gebrauchen? Ich habe keine Ahnung. Ja, müsste man dann gucken. Da steht ja ein riesen Containerschiff. Das ist mir gerade das erste Mal aufgefallen. Krass. Ich finde die Dinger hier atemberaubend. Wenn man so in Hamburg ist und sieht, wie diese riesen fetten Containerschiffe da im Hafen liegen, ist schon Wahnsinn. Das sind Größenverhältnisse, die kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht schon mal live gesehen hat. So, mal gucken, wie der sich in dieser Kurve schlägt hier. Eigentlich auch ganz gut. Ist halt schon eine extrem weite Route. Ich glaube, die muss man ganz schön oft fahren, bis man 30 Leute nach Sunshine Retreat befördert hat, aber ich gebe mein Bestes. Wie gesagt, wir fahren jetzt einmal die Route und dann werde ich wahrscheinlich den Rest offscreen machen. Und da ist gerade jemand durch den Boden gefallen. Wo muss ich hin? Greenwood. Coyote Bush. Ja, den Rest werde ich dann offscreen erledigen und wir werden hier wahrscheinlich wieder voll aufsetzen, oder? Ah, ich glaube schon. Ich wollte es gerade mal gucken, aber ich denke schon, dass man da aufsitzt. Ich versuche es ja immer so zu machen, dass es in jedem Video einen kleinen Fortschritt gibt, ob es einen neuen Bus gibt oder eine neue Mission. Versuche ich das ja immer neu oder ein bisschen spannender zu machen, beziehungsweise jetzt fahren wir mal die Route 11 ab. Hatten wir auch nicht, also so große Neuerungen. Aber jetzt 30 Fahrgäste nach Sunshine Retreat zu bringen, ist glaube ich ganz schön langweilig, wenn ich das jetzt 3-4 Folgen hintereinander machen würde. Dankeschön, deswegen mache ich das nicht. Das mache ich dann offscreen weiter. Und dann sind wir auch schon bald bei der nächsten Mission, denke ich mal. Wir können bestimmt Coyote Bush auch gleich schon wieder hochleveln.
Müssen wir dann gleich mal nachschauen. Ich würde gerne rechts rüber wechseln, aber okay, er bremst. Dann ziehen wir noch an ihn vorbei und schneiden ihn und fahren dann rechts rüber. Gut. Hat geklappt. Kann man hier auch Busse kaufen oder ist das nur ein Depot? Nee, sieht auch aus wie ein Bushändler. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Haltestelle kann ausgebaut werden. Das klingt doch schon mal gut. Machen wir doch direkt. Ach, sogar zweimal. Die nicht, die geht einmal. Und wir sind schon auf Level 2. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Das heißt, wir haben schon wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Also ein Teil von der Aufgabe. Und ein Zahltag. Das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Und was gibt's? 190.000 oder was kriegen wir? 183.000. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Und da will jemand eine Fahrkarte. Seniorenticket, einfache Fahrkarte. 3 Stück. Danke. So, da haben wir noch eine Haltestelle gleich. Oh Gott, das waren nur 5 Fahrgäste, was wir hierher gebracht haben. Oh, die Route muss ich oft fahren. Die Route muss ich sehr, sehr oft fahren. Ja, würden mal mehr Leute mit dem Bus fahren? Ich bleibe jetzt nicht extra stehen, da vorne ist die Haltestelle. Muss jemand aussteigen? Nein. Das halt... Ja, das fahren halt immer viel zu wenig Fahrgäste mit. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich finde das ein bisschen schade. So, Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Machen wir auch nochmal. 5 Fahrgäste sind halt echt wenig. Na gut. Ich glaube, wir sind fertig mit der Route 11. Deswegen würde ich sagen, lasst einen Daumen da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und, ups, falsche Taste. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Teilt gerne den Kanal mit anderen. Und dann würden wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Bis dahin.